Hallo zusammen, wieder einmal ich und heute geht es um Landen Has Fallen. Das ist die Fortsetzung von Olympus Has Fallen, den wir vor etwa 3 Jahren im Kino hatten. Und damals wurde der Inhalt etwa so wiedergegeben: Es ist Stirb langsam im Weißen Haus, was ein sehr exakter Inhalt war. Und jetzt haben wir halt das obligatorische Sequel. In dem reist Leibwächter Mike, gespielt von Gerard Butler, mit seinem Chef, dem US-Präsidenten, gespielt von Aaron Eckhart, zu einem Staatsbegräbnis nach London. Eben jenes Begräbnis ist aber eine groß angelegte Falle, bei der diverse Staatsoberhäupter halt in tödliche Hinterhälte gelockt werden, und der US-Präsident und sein getreuer Leibwächter schaffen es aber rechtzeitig zu fliehen und sind fortan auf der Flucht durch das mehr und mehr zum Kriegsplatz mutierende London. Generell ist das ein Film, wo ich sagen würde, es ist, als würde man zu McDonald's gehen. Wenn man da nämlich den Fraß so vor sich auf dem Tablett hat, kann man auch logisch argumentieren, was das eigentlich für ein ziemlicher Mist ist und dass es ungesund ist. Wenn man diese ganzen Gedanken aber einfach weglässt und es einfach nur isst und es sich schmecken lässt, ja, dann kann es auch schmecken. Und nach demselben Prinzip kann man diesen Film wahrnehmen. Dieser Film punktet zum einen nicht wirklich durch eine originelle Geschichte. Es ist eine 0815 Action-Story, in das man halt die bekannten Charaktere aus dem Erstling eingebunden hat. Überraschende Wendungen wird es nicht geben, der Gewaltfaktor ist immens hoch und insgesamt ist eigentlich nichts an diesem Film, was man nicht schon irgendwie irgendwo gesehen hat. Und ich persönlich habe auch ein Riesenproblem mit der Hauptfigur Mike. Also Gerard Butler spielt denselben wie im ersten und der war schon dort ein eiskalter, kaltblütiger Killer, wenn es zur Sache geht. Und genauso ist das hier, der massakriert vor den Augen des Präsidenten einen Gegner mit dem Messer bis zur Unendlichkeit. Und selbst der Präsident steht dann daneben und sagt, sag mal, muss das eigentlich sein? Und Mike sagt, nö. Das ist also schon so an der Grenze zur Selbstparodie. Auch ansonsten lebt der Film halt von diesen Schauwerten, dass halb London und vor allem besonders die Denkmäler da reihenweise massakriert werden. Wenn es zu Schusswechseln und sonstigen Actionpassagen kommt, ist der Film krass brutal. Das ist auch einer der Punkte, den ich am ersten Teil so scheußlich fand. Beim ersten Teil hatte man ja sogar den Kontrast, dass fast gleichzeitig damit White House Down rauskam, der dieselbe Story hatte und sie viel blutärmer liefern konnte. Und deswegen weiß ich nicht, wo ist Gewalt Teil der Geschichte oder wo macht es Sinn und wo wird es als reine Schaulust inszeniert. Nichtsdestotrotz, der Film ist keine 100 Minuten lang, kommt direkt zum Punkt. Er ist geradlinig, handwerklich größtenteils solide gemacht. Also es gibt ganz dickes Minus für diverse Spezialeffekte. Es gibt so abstürzende Hubschrauber und so weiter. Da wurde sich eindeutig mit CGI nachgeholfen und zwar mit ziemlich schlechtem. Und originelle Wendungen braucht man nicht erwarten, aber der Film ist irgendwie kurzweilig. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass dieser Film zu einer richtigen Zeit kommt. Denn Filme dieser Art gab es in den 90ern, also die Zeit, wo ich das Medium Film für mich entdeckt habe, reihenweise. Da gab es immer wieder Titel, die dieses Stirb-Langsam-Szenario auf irgendwelche neuen Umfelder umgebaut haben. Und in den letzten Jahren sind diese Dinge absolute Mangelware. Und gerade Stirb Langsam 5 war ja auch eine einzige Enttäuschung. Ich nehme auch an, dass das der Grund war, warum dann Olympus Has Fallen so erfolgreich war, weil er im Grunde so war, wie man sich Stirb Langsam 5 gewünscht hätte. Ja, und in der aktuellen Zeit, wo diese Filme eigentlich relativ selten sind, ist es schon fast wieder originell, einen solchen Titel zu machen. Es könnte jetzt Leute geben, die versuchen, diesen Film irgendwie zur aktuellen politischen Lage ins Verhältnis zu setzen. Da sage ich gleich, vergesst es, da hat er überhaupt keinen Antrieb zu. Es ist einfach ein dicker, fetter Actionfilm. Es kracht ordentlich, es wird ordentlich geschossen, gestorben. Die Sprüche, ich finde sie nicht lustig. Es gibt sogar eine Stelle, wo der Präsident Mike Benning nach einem seiner verbalen Dinger rügt. Das war nicht witzig und das kann ich auch größtenteils unterstreichen. Und ich hoffe auch, dass wir es mit diesem Film bewenden lassen und jetzt nicht auf irgendwelche weiteren Fortsetzungen schielen. Dazu hat die Figur für mich zumindest zu wenig Charisma und all das Ganze. Ich hatte eigentlich fest vor, diesen Film mit 2 von 5 Punkten abzufrühstücken, weil er einfach brutale, hohle Action-Scheiße ist. Muss aber fair sein, er hat einen Unterhaltungswert. Mir hat er sogar besser gefallen als der Erstling. Ich glaube zwar nicht, dass Leute sich jetzt großflächig dafür ins Kino bewegen werden, aber wer es tut und das Hirn vor der Tür lässt, kann den Film kurzweilig doch ganz amüsant oder zumindest unterhaltsam finden. Und deswegen gehen 3 von 5 Punkten soweit in Ordnung. Wie seht ihr das? Guckt ihr euch London Has Fallen an? Wie seht ihr den Erstling? Und glaubt ihr, dass dieser Film wirklich keinerlei Relevanz für die aktuelle politische Lage hat? Oder kann man so einen Film, in dem es um Anschläge geht, überhaupt noch normal gucken? Das und gerne auch weiteres könnt ihr mir gerne in den Kommentaren unter diesem Video hinterlassen. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo. Und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.